Moin moin und hallo, Crazy Janky Games hier. Dieses Mal zeige ich euch den neuen PlayStation 2 Emulator, der PCSX2 0.9.7. Dies ist im Moment eine Beta-Phase, bedeutet das Programm ist noch nicht ganz ausgereift, die arbeiten noch an dem Programm. Also sollte man sich nicht wundern, wenn mal das Spiel sich aufhängt, kann selten passieren, oder das Programm einfriert. Ich zeige euch jetzt, woher ihr das bekommt, mit Plugins und BIOS und wie ihr das Ganze installiert. Als erstes startet ihr euren Browser. Dann seht ihr bei mir unten in der Videobeschreibung die Download-Links. Hier jetzt uploaded.to und Mega Upload. Rapid Share werde ich auch noch hinzufügen. Ich nehme jetzt mal Mega Upload. So. Wollte ich schon bei Google einfügen. So, das fügt ihr dort ein und dann seht ihr hier einen Download. Fast 20 MB groß, gibt diesen Code ein und downloadet das Ganze. Dann kommt eine, dabei kommt eine RAR- oder ZIP-Datei raus, die entpackt ihr. Es geht eigentlich ganz flott. So. In diesem Ordner befindet sich nun eine Installationsdatei und zwei Ordner. Wir fangen jetzt mit der Installationsdatei an. Yep. So. Mein Ordner lässt ihr einfach im Hintergrund laufen. So. Einfach installieren, nichts verändern. Der Emulator hat sich optisch auch ein bisschen verändert. Er sieht jetzt recht anders aus, aber ich denke mal, wenn die Vollversion rauskommt, wird sich das wieder ein bisschen ändern. Es wechselt immer so. So, jetzt geht er wieder in meinen Ordner rein und dort seht ihr ja zwei andere Ordner. Plugins sind nur vorsichtshalber dabei, die braucht er nicht wirklich. So, da die BIOS nicht beim Programm standardmäßig mit enthalten sind, macht jetzt einen Rechtsklick da drauf, kopiert das Ganze, mein Ordner könnt ihr schließen, geht in euren Benutzerordner, bei mir jetzt Cloudness, geht in Dokumente, sucht PCSX2, so, wie ihr seht, ist hier nichts drin. Dort fügt ihr einfach nur die BIOS ein, könnt es vorsichtshalber noch klein nennen, weil die anderen Ordner auch klein werden. So, dann startet ihr jetzt das PCSX-Programm. So, Select a Language bedeutet halt Sprache, Englisch, German, German halt. Ist noch eine Beta, das Programm ist noch nicht in Deutsch, nur manche Zeile, manche Parts, es ist vereinfacht, sag ich mal. Wird entschieden, wo das alles gespeichert wird. Das würde ich einfach bei Dokumente lassen. Settings würde ich einfach auch so lassen. Das lässt er in Dokumente. Einfach Next. So. Hier fragt er jetzt, ob er das den Ordner erstellen darf. Selbstverständlich. Dort kommen die Einstellungen rein. So, das sind jetzt die Plugins. Wie er das eingestellt hat, ist es eigentlich schon am besten. Aber wer einen besseren PC hat, sag ich mal, kann auch das untere nehmen, GSDX. Dort müsst ihr eigentlich am besten mal so ein paar Sachen ausprobieren. So, da klickt ihr jetzt auf Configure und sucht euch eine Resolution aus, also eine Auflösung. Also ich lasse es jetzt einfach mal so. Renderer würde ich so lassen. Ja, 16:9, Scratch könnt ihr auch auswählen. Ja, also, ja, das war's schon. Beim Pad könnt ihr wieder auf Configure. So, das ist jetzt die Pad-Einstellung. Zum Einstellung. Jetzt klickt ihr auf Pad 1 und könnt euch das Ganze einstellen. Dann klickt ihr als erstes zum Beispiel auf oben. Da wähle ich jetzt mal Pfeil nach oben aus. Left, left, right, rechts, down, unten. Und so weiter. Das war jetzt der D-Pad. Right Analog Stick wäre richtig.
Egal, machen wir so. So, jetzt könnte er zum Beispiel Start auf Select auf D, Start auf S, wie auch immer ihr wollt. So, mehr müsst ihr nicht machen, dort klickt ihr dann einfach wieder auf Weiter. So, deswegen haben wir das mit dem BIOS-Ordner. Deswegen haben wir den BIOS-Ordner kopiert, sonst würden hier keine BIOS stehen. Dort nehmt ihr am besten das neueste BIOS, Europe, Version 2, 14.06.2004. Klickt ihr an, klickt einfach auf Finish. So sieht dann der Emulator aus. Hier gibt es viele neue Sachen. Wie man sieht, kann man jetzt Boot CD, DVD Full oder Fast. Fast ist, dann überspringt ihr das PlayStation Logo und die Marken und so, dass da zum Beispiel irgendwas steht halt. Full ist dann halt das komplette. CD, DVD, ISO Selector, dort kann man einen Ordner auswählen, wo alle eure ISOs drin ist. Das ist dann einfacher. Hier kann man alles einstellen. Wenn ihr zum Beispiel, würde ich euch empfehlen, dort müsstet ihr ein bisschen für euren PC ausprobieren. Das geht ja einfach, ihr könnt nichts kaputt machen. Und wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, könnt ihr mich einfach nachfragen. Geht ihr einfach auf Video, Plugin Settings und probiert einfach ein paar Sachen aus, wie es am besten bei euch funktioniert. Oder andere Sachen, aber das andere funktioniert eigentlich alles. So, dann geht ihr auf Emulation Settings. Könnt das alles so lassen, wie hier und hier auch. Ihr könnt aber auch hier Frameskipping, wenn irgendein Spiel nicht so schnell läuft, könnt ihr zum Beispiel Frameskip hochkurbeln auf 5 oder so, dann überspringt er die immer. Dann stottert das vielleicht so leicht, so, aber es läuft besser. Es läuft dann flüssiger, schneller. So. Hier könnt ihr im Window, könnt ihr euer Resolution aussuchen, 16:9 und eine Auflösung. Speedhex, das könnt ihr Enable Speedhex, aber ich würde es erstmal lassen dabei. Wenn ihr das benutzen wollt, dann fragt mich. So, dann einfach auf Boot, CD, DVD, Full oder Fast, die ISO auswählen und schon könnt ihr loslegen. Speichern wie vorher, Save State, Slot auswählen, Load State, Slot auswählen. Das war's. Bei weiteren Fragen einfach nachfragen. Ich helfe gerne. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht.